So, willkommen zurück zu NSMBWE. Ja, der dritte Part in Folge, der jetzt aufgenommen wird. Und das Einzige, was ich nicht immer so daran mag, wenn ich so viel in Folge aufnehme, ist erstens, dass mir nicht mehr so viel zum Reden einfällt. Aber das ist es mittlerweile gar nicht mehr so unbedingt. Ich finde es eher viel schlimmer, dass wenn irgendwas mit der Outer City-Aufnahme schief geht, was durchaus öfter mal der Fall ist, dann ist es richtig fail, weil dann hat man wirklich richtig viel aufgenommen und man kann es gar nicht verwerten. Und das ist dann echt Pech, dann kann man nur noch, hat man nur noch die Möglichkeit, es halt irgendwie verzerrt, mit verzerrter Stimme oder mega leise oder was weiß ich hochzuladen. Oder man lädt es gar nicht hoch. Und gar nicht hochladen ist dann immer ziemlich scheiße, das mache ich nicht. Und mit verzerrter Stimme hochladen ist auch kacke. Also ich denke, das ist relativ klar. Also hier oben könnte natürlich schon längst eine Starcoin gewesen sein. Moment mal, komme ich da so nach oben? Das wäre irgendwie cool, weil normalerweise muss man da einen Fisch einfrieren. Aber ich gehe einfach mal weiter. Ich meine, hier kann ich ja auch zurück noch. Und diese gelben Fische, das sind übrigens Fische, die gehen einem aus dem Weg. Ach, da ist erst die erste Starcoin, okay. Dann muss ich ja gar keine Angst haben. Stimmt, das ist eins der wenigen Level, wo die Starcoins wirklich erst nach der Halbzeit alle drei kommen. Das gibt's sonst, glaube ich, gar keinen so ein Level. Ich bin mir jetzt bei manchen Sachen gar nicht mehr sicher, wie die funktioniert haben. Ich glaube, hier war das so, dass wir den Typ hier einfrieren müssen. Nein, ich will dich da unten. Dich da unten. Nein. Oh. Schwimm, 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 jetzt. Und dann stellen wir uns hier auf den Eisblock und können da ganz gechillt nach oben gehen. Ja, Mann, ich bin voll der Skiller. Das ist ja unglaublich. So, und hier, da ist das Ganze so ein bisschen so ähnlich. Wir müssen den einfrieren und dann wird er müde, wenn er wieder auftaucht und dann... Scheiße. Haben wir es verkackt. Okay, ich gehe nochmal zurück und ich hoffe, wehe, der Gegner taucht da nicht mehr auf. Das wäre so fies. Weil den brauchen wir für die Starcoin. Unbedingt. Dringlichst. Denn wenn er nicht mehr da ist, dann können wir den... Dann können wir die Starcoin nicht erreichen. Okay, er ist wieder da. Gut. Jude Soche. Bam. Okay, jetzt soll es aber passen. Denn wenn er eben müde ist, dann rollt er auf dieses Rohr und... blockiert somit die Blockade. Er blockiert die Blockade. Oh, und hier können wir auch noch rein. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas Cooles. Ein Special oder so. Zwei Leben. Ich weiß nicht, soll ich das riskieren? Und so ein Verfolgerfisch. Also eins werde ich mir jetzt holen. Na, der will da nicht rein. Der wollte nicht in die Muschel rein. Okay, ich lasse es. Ich lasse es lieber. Oh, nein! Meine Fresse, da hat man schon eine Eisblume und dann trifft er ihn trotzdem. Das ist echt bitter. Hab ich... Nee, hier habe ich das Power-Up aber noch gar nicht rausgeholt. Also ist es auch wurscht. Aber ich mag die goldenen Fische. Die gehen einem einfach aus dem Weg. Das ist nett. Und ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass die einem aus dem Weg gehen. Ich wusste es eigentlich auch nicht. Also diese roten, die schwimmen halt ihre Bahn, wie sie schwimmen wollen. Die gelben gehen einem aus dem Weg und diese lilanen hier, die verfolgen einen. Und da unten wäre jetzt noch ein One-Up in der Muschel gewesen, aber das ist mir jetzt relativ egal. So. Nein, das war nicht so schlau. Aber ich wollte mir das One-Up noch eigentlich mitnehmen. Doch, ich war ein bisschen zu tief. Ich bin halt so ein... Nee, kein... Ich bin halt kein Überflieger, genau so. Zum Pilzhaus. Ich mag Pilzhäuser so. Pilzhäuser sind echt... Boah, das ist wirklich das Beste und das finde ich so ein bisschen schade bei NSMBU, weil da sind die Pilzhäuser anders und ich mag dieses Memory hier einfach so. Es ist so toll. Okay, Propellerheads absahnen heißt mal wieder die Wiese. Ja, ja, das habe ich natürlich gewusst, dass ich den sofort aufdecke. Okay, da war einer daneben, dann ist hier bestimmt auch ein Propellerhead daneben. Na, okay. Ganz so durchschaubar sind sie anscheinend doch nicht. Schon zwei Eisblumen, okay. Ein Pilz? Ja, okay, das ist nicht schlecht. Dann sieht es nicht so leer aus, weil wir haben gar keine Pilze mehr. Und das sieht ja richtig gut aus. Sag mal, was ist da los? Hier ist bestimmt der andere. Ja, okay. Aber dann dürfte hier eigentlich keiner mehr sein. Und hier wäre fies, aber ist einer.
Wir haben tatsächlich alles abgesahnt, außer zwei Sachen. Und zwar die zwei besten, die es eigentlich gab. Aber von allem etwas, würde ich sagen. Das lief gut. Und der Goomba als Zwischengegner. Yeah. Ich glaube, der hat sich ein bisschen verändert jetzt, weil... Ihr werdet es gleich sehen. Das sind jetzt Riesen-Goombas. Und wisst ihr was? Wir versuchen einfach mal gar nicht auf den einen drauf, also gar nicht auf einen drauf zu springen. Denn wenn wir auf einen drauf springen, dann kommen aus dem ganz viele kleine Goombas. Und die wiederum, wenn die so zahlreich sind, könnten uns durchaus töten. Und deswegen schenken wir denen einfach keine Beachtung. Und sahen drei Pilze ab, weil der Tod könnte eigentlich auch einfach seinen Kopf hinhalten und mir den leihen, aber. Das ist eigentlich voll fies. Die geben ihre Artgenossen, also ihre eigene Spezies an Mario weiter, dass der die essen kann. So, hier fehlt uns noch eine Starcoin und ich glaube, wir müssen auch noch das Secret Exit hier in der Welt finden, damit wir die letzten Starcoins holen können, weil da wird dann wird da? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob das hier in der Welt so ist, dass dann ein extra Level freigelegt wird, dass man dann noch durchzocken muss und da hat's nochmal drei Starcoins. Oh, und mein Headset. Oh, Kacke, Alter. Das drückt gerade so richtig rein. Oh, das tut mir leid, dass das jetzt so eine kleine Unterbrechung war. Scheiße. Fuck. Meine Fresse, ich wollte nur mein Headset richten. Weil mein Headset tut gerade richtig weh. Moment mal. So. Jetzt, scheiße, es hält noch nicht so ganz. So, ich habe das Headset jetzt mal umgedreht, denn ich kann das eigentlich beidseitig aufsetzen. Am PC habe ich es jetzt immer so, wie ich es jetzt aufhabe, an. Aber beim Aufnehmen ist das doof, weil da rutscht es öfter mal ab. Und wenn ich dann noch irgendwie mit der Remote schüttel, dann ist das sofort weg, das Teil. Und ich werde das jetzt auch nur dieses eine Level machen, weil so kann ich echt nicht spielen. So, jetzt nicht zerquetschen lassen. So, badabam, badabam, badabam. Ein vier... Ah, welches Starcoin fehlt uns denn? Die dritte. So, jetzt, Moment. Es tut mir... Nein! Oh Mann! Immer wenn ich mein Headset richten will, passiert irgendwas Blödes. Und ich hätte fast nicht mal bemerkt, dass der nochmal zurückkommt. Ja, das war jetzt Fail. Ich wollte nämlich mein Headset wieder andersrum hindrehen, weil ich so echt nicht spielen kann. Moment mal. Hier muss doch irgendwo ein... Hier komme ich nicht nach oben. Ach so, wir suchen ja eh nur die dritte Starcoin. Was mache ich mir da einen Kopf drum, was da ist? Oder war schon die Halbzeit? Boah. Mach keinen Scheiß, Junge. Ne, die Halbzeit war noch nicht, weil da war sie, ja. Eisblume! Und ja, sprinte hier einfach mal durch. Ja, okay. So viel zu sprinte doch einfach mal durch. Oh, hier war ein One-Up. Das wusste ich nicht. Nimm die 8 roten Münzen mit, Junge. Du kannst das schaffen. Ja, und ich hab's geschafft. Eine Feuerblume, juhu. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich hab's vergessen. Scheiße. Ich hasse es, wann das passiert. Also, das kennt, denke ich, so ziemlich jeder. Man hat irgendwas vor zu tun, aber 2 Sekunden später hat man vergessen, was es war. Und es fällt einem dann auch einfach nicht mehr ein. So, und jetzt würde ich gerne mal... Ist hier oben vielleicht was? Nein, sieht nicht so aus. Wo ist die dritte Starcoin? Ich wette, ich habe sie schon verpasst. Ah, nee, ich glaube, die ist sogar hier unten, genau. Oder ist da die Starcoin oder hat es dann nur so eine Itembox? Könnte beides sein, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es die Starcoin ist. So, warum habe ich das erste Mal nicht geholt? Ich glaube, das war mir zu riskant, dass ich da irgendwie runterfalle. Auch wenn es eigentlich gar nicht riskant ist. So. Badabam. Ein gekonnter Wandsprung. Und dann haben wir die. Und dann sind wir auch schon durch mit Welt 1 mit den Starcoins. Das ging ja relativ schnell, aber in Welt 1 ist das natürlich auch noch leicht. Welt 2 wird schon ein bisschen happiger dann werden. Und ja. Es ist unglaublich. Ich konnte am Anfang des LPs noch nicht mal den Dreisprung. Und jetzt beherrsche ich ihn perfekt natürlich. Auch wenn er ja, ja extrem leicht ist. Aber ich wusste früher nie. Mir wurde immer so gesagt, sprinten und dann immer springen, wenn man auf den Boden kommt. Und dann habe ich das immer gemacht, aber es hat nie funktioniert. Weil ich habe das einfach falsch gemacht. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es falsch gemacht. Ja, und das hat dann halt nie funktioniert. Und dann
habe ich irgendwann schon so ein bisschen aufgegeben und wollte es gar nicht mehr so richtig können. Aber mittlerweile kann ich es ja. So. Und einfach immer schön über dem Gegner, über dem Bowser-Typ hier campen, dass der einem... Ja, okay. Das war ein bisschen zu arg gecampt, dass man dem direkt auf den Head springen kann. Und Schlüssel, juhu. Ach, das ist auch immer so gut, dass der Schlüssel so groß ist wie Mario. Alter, wie schwer der sein muss, wenn er den mit sich rumtragen muss und so. Eieiei. Gut, wird uns jetzt auch die Meldung angezeigt, dass wir alle Starcoins haben. Du hast alle Sternmünzen in Welt 1 gefunden. Du hast damit einen neuen Level in Welt 9 freigeschaltet. Ja, das wusste ich schon. Und jetzt können wir im Prinzip hier oben das erste Level machen, aber ich werde zuerst alle Starcoins sammeln und dann als Gründenabschluss die gesamte Welt 9 machen. Und hier wird uns bestimmt noch einiges fehlen. Ja. Jedes Starcoin, das meine ich. Oh Gott. Also, Wüstenwelt, die birgt, glaube ich, schon so ein bisschen heftigere Verstecke als die Welt hier. Als die erste Welt. Ist ja aber auch irgendwie logisch. Oh, ich habe schon gedacht, ich gehe jetzt hier drauf, weil ich zu ungeduldig war. Und nicht warten wollte. Obwohl ich genau weiß, dass man da warten sollte. Weißt du was, Toad? Warum hast du dich fangen gelassen? Das war echt dumm von dir. Dafür wirst du erstmal in den Abgrund geworfen. Wow, das war fies. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich würde doch ganz gerne die Feuerblume haben. So, war ja kein Problem. Was mir da vorher alle, was mir beim ersten Durchspielen alles zu riskant war, da war ich echt noch Noob. So, und das One-Up verschwindet einfach mal in den Abgrund. Ich meine, das ist ja der Sinn von One-Ups, dass die einfach verschwendet werden vom Spieler. So. Ist hier nicht. Ist da? Ich weiß nicht. Wir sollten auf jeden Fall mal schauen, was da so ist und vielleicht auch drüber gucken. Nein. Dann halt nichts. So. Nein. Das hätte ich mir sparen können. Aber wir kriegen hier keine Feuerblume. Okay. Da ist eine Starcoin, da ist eine Starcoin. Wie komme ich da dran? Ah, okay. Einfach so. Einfach, ja. Es war total einfach. Nein, eigentlich fand ich die relativ fies, aber es hat doch besser funktioniert, als ich gedacht hätte. So. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo die letzte ist. Puh. Es ist übrigens so, also ich, falls ihr irgendwelche Tipps schreibt, wo Starcoins, Secret Exits oder was auch immer sind, ich weiß gar nicht, ob ich Secret Exits alle hole, dann, Wie soll man denn die Starcoin holen? Ach so, ja, okay, natürlich. Okay, habe ich verstanden. Yo, das habe ich voll verstanden. Nein? Okay, tot! Tod! Ich bin... wir können uns das Ganze natürlich auch einfacher machen, indem wir einen Propellerhead nehmen. Denn dann sollten wir da relativ easy drankommen. Eigentlich ist es so geplant, dass man auf den Paracooper springt, sich den Panzer von dem schnappt und dann den Panzer wirft und ja eben auf das Dingens ruf. Wow! Alter, mach keinen Scheiß! Das war mein Stirn. Und die hat es sich nicht anders verdient. Oh mein Gott, Alter. Ich verwende einen Propellerhead, ja? Ein Propellerhead, der mega geil ist, den man nie im Leben verschwenden sollte für irgendeinen Schmarrn, wenn man sowieso verkackt. Und ich gehe einfach mal direkt am Anfang voll drauf. Ja. Mach doch denselben Fehler 20 Mal. Dann ist das Ganze ja irgendwie, dann ist das Ganze ja besser. Okay, nach dem Part hier ist auf jeden Fall Schluss. Ich merke das schon, so langsam wird's nicht mehr. Badabam. So, hol dir den Pilz. Aber ich will ja auch zu schnell durch. Das ist es, glaube ich. Ich will zu schnell durch. So, gut. Der hätte es fast schon wieder verkackt. Ich will einfach zu schnell durch. Mach das Ganze mit Chill, Junge, und mach Ruhe und so. Und dann funzt das auch. Ja,
So viel dazu. Das war voll gechillt. Aber wenigstens ist hier ein Pilz drin, den ich nicht erwisch. Ah Mann! Der fliegt mir aber immer runter, der scheiß Paracooper. Ah, hier hat's noch einen. Ja, aber. Wie soll ich mir die denn holen? Die fliegen in der Mitte von dem Teil da rum. Ich muss nochmal zurück. Wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre. So. Hat's hier jetzt wieder einen? Ja, da hat's wieder einen. Okay, ich muss. Wenn der auf der anderen Säule ist. Nein. Schon wieder verkackt. Also vom Prinzip her habe ich es, glaube ich, verstanden. Reicht das, wenn ich so weit gehe? Ja, das reicht. So. Jetzt gehen wir hier drauf. Und dann sollte jetzt so langsam wieder die andere hochkommen. Und hier jetzt. Nein! Mann! Ich hol mir jetzt noch einen Propeller, ganz ehrlich. Da habe ich nicht so Lust drauf. Tut mir leid. Aber Propellerhead, du wirst verschwendet, damit ich wieder irgendwann direkt am Anfang abkack und das Fach. Das regt mich gerade immer noch auf mit dem ersten Propeller-Typ. So. 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 Irgendwie hilft mir das, wenn ich immer so sage. Dann kann ich mich da besser drauf konzentrieren. Aber es nervt natürlich, deswegen höre ich lieber damit auf. Gut. Also ich hoffe mal, dass man das jetzt auch mit dem Propeller-Typ machen kann. Warum? Ich hab geschüttelt, Mann! Was soll das denn jetzt? Was ist das denn für eine Hure? Ich hab sowas von geschüttelt. Wisst ihr was? Okay. Okay. Das nächste Mal, wenn ich an der Stelle bin und schütteln will, dann halte ich die Wii-Fernbedienung neben das Headset, damit ihr hört, dass ich geschüttelt habe. Also das nehme ich jetzt, das ist jetzt nicht meine Schuld gewesen. Also daran war jetzt wirklich nur die Wii-Fernbedienung schuld. Da kann ich wirklich nichts für. Okay, ich weiß, das klingt unglaubwürdig bei so einem Noob wie mir in dem Spiel, aber es ist so. Es ist so. Okay. So, und jetzt geschüttelt. Okay. Und ich habe es vergessen, neben das Headset zu halten. Wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, wa? Dann wäre das fies gewesen. So, du Fontäne, du kommst mal wieder nach oben. Nee, du erwischst mich nicht mehr, du Bobby. Das One-Up noch mitgenommen und ich komme einfach nicht auf die 50 Leben rauf. Das ist echt. Das ist echt fies. Und ich würde sagen, wir machen noch das Pilzhaus. Pilzhäuser sind Hammer und dann machen wir noch das rechte Level und dann haben wir auch schon wieder einiges geschafft, ich meine. Naja, nicht ganz die Hälfte von Welt 2, aber fast. Ich weiß nicht, eigentlich hatte ich vor, die Starcoin so ein bisschen mit Mr. Jongleur 1 zu sammeln, aber da muss man mal gucken, ob der irgendwann in nächster Zeit hat, beziehungsweise ich. Und das dann passt, das ist nämlich nicht immer der Fall. Weil, ja, weil halt, ne? Weil man halt nicht immer Zeit hat. Ist, denke ich, irgendwie schon klar. Also, warum rede ich da länger rum? Oh, wir haben den Propellerhead wieder bekommen. Aber nicht die drei, die ich verloren habe. Okay, wo ist der andere Propellerhead? Hier. Nein, hier. Scheiße, Mann. Fuck. Das wäre so cool gewesen. Okay, direkt daneben. Da wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, mit Mr. Jongleur 1 wollte ich eigentlich hier noch ein bisschen was sammeln, aber weil der kennt sich mit den Starcoins vielleicht auch ein bisschen besser aus. Der hat nämlich, glaube ich, das Spiel vor kurzem auch nochmal komplett durchgespielt. Ja, deswegen sollte der die mittlerweile so ein bisschen kennen. Auch wenn ich so ein paar natürlich auch noch kenne. Denn wir haben das Spiel bei ihm ja auch schon so einigermaßen durchgespielt gehabt und da habe ich dann noch so ein paar in Erinnerung. Ich will jetzt hier nichts verpassen, deswegen gehe ich auch lieber mal hier auf die Palmen rauf und so. Und ich würde auch ganz gerne den Propeller beibehalten, wenn das irgendwie in irgendeiner Weise möglich ist. Hier sieht es aber noch nicht so arg nach Starcoin aus.
Hier mal unten noch lang gucken, aber nicht zu weit unten, denn sonst wird man noch von der Kugel hier geohnt. Aber bei dem Level hier fällt mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht ein, wo da eine Starcoin hätte sein könnte. Ah, okay, doch, natürlich fällt mir das ein, natürlich. Sogar ziemlich gut fällt mir da was ein. So. Und zwar holen wir uns erstmal die Halbzeit. Und dann das Item hier, was ich aber nicht einsammeln werde. Und man sieht hier eigentlich schon so einen langen Sandstreifen, der kann einfach nicht normal sein. Und hier muss man... Ja, lol. Jetzt sagt er, ich habe geschüttelt, wo ich es gar nicht getan habe. Voll unfair. Ja, hier ist auf jeden Fall ein unterirdischer, was auch immer, Weg. Und hier haben wir einen Powerschalter und hier können wir uns ein paar Münzen einsammeln. Aber leider, das Blöde ist, hier kann man so hin und her springen und sich da echt viele Münzen holen. Aber die gehen noch eine Weile weg. Im Prinzip könnte man viel mehr einsammeln, wenn die Zeit noch ein bisschen länger wäre. Aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das wirklich die erste Starcoin ist. Boah. Das könnte nämlich auch schon die zweite sein. Nein, nicht erwischt. Scheiße. Fuck. Scheiße, warum? Ich hab gedacht, oh, ich bin so dumm. Aber wir haben die Halbzeit. Dann ist alles in Ordnung. Und dann ist alles in Ordnung. Ja, ich weiß, dass meine Wii-Fan-Bedingung fast leer ist, immer noch. Ich habe sie nicht zwischen den Parts gewechselt. So. Und badabam. Aber dass man hier nicht irgendwie schneller runter kann, das finde ich auch ein bisschen lame. Vielleicht wenn ich nach unten drücke oder so und eins dabei und zwei dabei. Nein. Schade, das geht nicht. Ja, triff halt den Powerschalter, meine Güte. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen speediger durch. Ja, wenigstens sammeln wir die Leben immer wieder hier ein, weil ich hier bestimmt noch öfter drauf gehe. Diese blöden Spikes, ich hasse Spikes. Ja, perfekt. Hast gut gemacht. Ah, das sah auf der Tonspur ziemlich cool aus, muss ich sagen. Okay, jetzt mit Concentration dran. Den Pilz holen. Badabam. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich einen Wandsprung machen. Und mit der Arschbombe hier runter. Ich wette, am Ende ist es gar nicht die erste Starcoin, sondern die zweite. Und dann muss ich nochmal irgendwie das gesamte Level nochmal machen. Na, wobei, eigentlich, wenn ich die Starcoin hier jetzt nicht holen muss, dann geht das ja relativ fix. Wir haben 42 Leben, mal schauen, schaffe ich irgendwie 2 One-Ups oder so. Wäre irgendwie cool. Eins habe ich schon mal. Und ja, nee, nicht ganz, aber fast. Also da kann man echt ein bisschen Leben farmen. Auch wenn es da ganz andere Methoden gibt, aber die kann ich nicht gescheit bestimmt. Weil ich nicht so Skill habe. So. Und jetzt... Bada bam, hier noch auf die Kugel aufpassen. Ach so, ich muss... Oh, ich bin auch so schlau. Ich bin auch so verdammt schlau. Ich meine, da... Mann! Ah! Ich könnte mir so an den Kopf fassen. Boah, das wird hier noch ein richtiger Rage-Part. Das kann ich euch versprechen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich den Part langsam beenden will, weil er schon fast 25 Minuten geht. Nee, ist nicht so. Ich will natürlich hier noch eine Stunde weiterspielen und versuchen, diese eine Starcoin hier zu holen. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich hier auch mit Mr. Jongleur ziemlich gefailt habe. Ja. Das Gute ist... Die schwierigen Level, die kommen ja erst noch in der Sternbild. Das kann echt was werden. Also da bin ich mal wirklich gespannt, wie das da für mich laufen wird. Oh je, ich will es mir gar nicht ausmalen.
So, du wirfst jetzt noch deine Kugel hier. Und dann suppaloppa. Und das ist mir jetzt egal. Solange ich hier nochmal rauskomme. So. Und hier in der Röhre können wir uns nach oben schießen. Und ich wette, bei der nächsten... Ja, da ich jetzt bei der nächsten Berührung draufgehe, hat sie hier irgendwas Fieses. Ein Spike zum Beispiel. Aber ich warte mal noch eine Kugel lieber ab. Bam. Du gehst mal hier weg. Die Kugel kommt wieder. Schnell weg. Ah! Und ich... Alter! Willst du mich verarschen? Wie dumm! 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 Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schreibe in den Titel hier Fail Part. Ganz einfach wegen der Scheiße hier. Okay, ich versuche es jetzt noch bis 30 Minuten. Wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann habe ich auch nicht mehr so viel Hoffnung in mich heute. Jetzt entkommt mir hier der Pilz oder was? So, nicht zu weit, dass ich nicht noch in den Gumba da reinrutsche. So, badabam. Boah, und dass das immer so ewig dauert, hier runterzufahren, das ist herrlich. Ich könnte im Prinzip natürlich auch irgendwie den Versuch reinschneiden, bei dem ich dann die Starcoin schaffe, aber das will ich eigentlich nicht, weil das ist... Ich finde das lame. Ich finde, man sollte da schon zustehen und zeigen, wie schlecht man ist. Weil das machen ja schon einige Leute, dass wenn die irgendwie eine Starcoin nicht auf Anhieb bekommen, dass sie die dann nur ganz schnell reinschneiden. Aber das, ich weiß nicht, ich mache das jetzt nicht so. Weil ich das nicht will. Genau. Das ist eigentlich der einzige Grund. So. Nein. Und wir sind schon wieder klein. Juhu! Woran bin ich eigentlich gerade gestorben? Ach so, an der Stachelkugel. Stimmt, ich erinnere mich. Weil der hier nicht hochspringen wollte. Der liebe Mario. Hat's hier noch eine Kugel? Ja, hier hat's noch eine Kugel. Okay, jetzt habe ich Angst vor denen. Jetzt habe ich so richtig Angst vor den Scheißkugeln. Bam! Du gehst sterben. Moment mal. Das kommt mir noch bekannt vor. Haha, ja. Das ist aber echt schwierig. Also das finde ich wirklich heftig. Wie soll man darauf kommen? Ja, okay. So vier Blöcke sind schon relativ auffällig, aber der Block ist gar nicht mal so leicht zu erreichen. Ich wusste jetzt, wie es geht, aber so leicht ist das wirklich nicht. Zumindest für mich. ich kann es nur immer wieder wiederholen, dass ich so ein Noobie-Noob bin. Auch wenn einer hatte mal geschrieben, was sagst du immer, dass du so ein Noob bist? Du bist doch gar nicht so schlecht in dem Spiel. Das fand ich amüsant und nett auch. Ja, danke. Danke dafür. Falls du hier zuschaust. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und ja, das ist zwar nett, aber man sollte die Realität vor den Augen behalten oder was weiß ich. So in der Art. Müssen wir nochmal zurück für die... Oh, Alter. Jetzt mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß, Alter. Hier ist hier die dritte Starcoin. Das wäre richtig cool. Das wäre vor allem Zufall, weil ich wusste das gar nicht. Ah, Mini-Pilz. Chiaman. Ach, das ist nur so ein kleiner Special Room, wo man Mini-Pilz bekommt. Und ein paar Münzen. Und das Problem da bei der Sache ist jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich brauchen wir den Mini-Pilz für das nächste Secret, das kommt oder so. Ja, brauchen wir sogar. Scheiße. Ah, okay, geht. Ich habe gedacht, die Fässer könnte man mit Mini-Pilz nicht mehr aus dem Weg räumen, das wäre natürlich fail. Im Prinzip kann ich mich jetzt wieder groß machen, glaube ich. Weil ich bin ja schon in die Röhre gekommen. Achso, hier hat es nur 9 Mini-Pilz. Hä? Muss ich das verstehen? Ich hätte jetzt gedacht, da hätte es irgendwie... Achso, hier hätte es noch Münzen gegeben. Ja, dann hätte ich den erstmal früher aktivieren sollen. So, ein paar Münzen können ja nie schaden. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich da einen Pilz bekomme, damit ich... Weil eigentlich, da ist ja auch wieder eine große Röhre, damit ich da ganz gechillt das Level beenden kann. Weil so kann ich das keineswegs, weil da noch ein Spike gekommen wäre. Aber ich hab's... Ja, letztendlich nach 30 Minuten jetzt auch endlich mal geschafft. Es ist unglaublich, also. Meine Güte. So, jetzt auch speichern. Und ja, wir gehen mit Mini Mario ins nächste Level. Das kann ja nichts werden.
Speichern. Okay. Und im nächsten Part machen wir dann das Level hier. Da fehlen uns auch noch 2 Starcoins. Bis dann, Leute. Und ciao.